Jo moin, in diesem Video haben wir wieder einen ganz besonderen Gast. Heute haben wir für mich persönlich den besten Spieler der Welt zu Gast, nämlich Mugi. Mugi sollten schon viele kennen aus meinen Livestreams, haben öfters gegen ihn gespielt. Oder auch so vom Namen her, der vielleicht in der Competitive-Szene extrem weit drin ist, weil dieser Spieler hier, Mugi, ist für mich persönlich der beste Spieler der Welt. Er hat einen 1er Finish, er ist Season Pass 28, immer. Dazu kommen Spieler noch mit verschiedensten Decks. Er hat einen 2er Finish, er hat einen 3er Finish, er hat einen 2er Finish. Er hat 3er Finishes, ist ein Ladder in Global Tournaments. Er hat alles erreicht gefühlt, was du im Clash Royale erreichen kannst. Ein richtig geiles Spiel, natürlich ein 20-Siege-Spieler, na klar. Also Mugi ist wirklich einer der besten Spieler der Welt. Man muss ihn, wenn man wirklich All-Time-Spieler hat in Ladder nimmt, auf jeden Fall die Top 3 tun, neben Egon, vielleicht noch neben Boofmac oder vielleicht neben Pompeo sogar. Aber für mich persönlich ist Mugi der beste Spieler der Welt. Wir werden heute ein bisschen Replays von ihm covern, wie er mit einem Minor Worldbreaker, mit diesem Minor Worldbreaker Deck Platz 1 der Welt pusht zu diesem Zeitpunkt. Richtig insane Games, unfassbares Game. Schreibt gerne mal eure Meinung zu Mugi in die Kommentare. Kanntet ihr ihn schon vorher oder kanntet ihr ihn nicht und kennt ihn erst jetzt? Aber ich wollte jetzt schon mal versprechen, dieses Gameplay, was ich euch jetzt zeigen werde, gab es noch nie auf YouTube und zumindest im deutschsprachigen Raum. Es wird einfach insane. Also lasst auf jeden Fall ein Like, Abo, um keine weiteren Videos zu verpassen. Schreibt gerne rein, welchen Pro wollt ihr als nächstes sehen. Unterstütze mich auch gerne kostenlos im Shop mit Code Morten. Und dann würde ich sagen, Leute, wir springen ins erste Replay mit diesem günstigen Deck. Teilt das Video auch gerne mit euren Freunden, Jungs. Teilt das Video auch noch gerne mit euren Freunden. Ich möchte auf jeden Fall, dass Mugi einen größeren Namen bekommt in der deutschen Szene, dass mehr Leute ihn kennen, weil ich einfach denke, dieser Typ hat es einfach verdient. Ist ein asiatischer Spieler, ist 17 Jahre alt, kommt aus Japan, glaube ich. Ich würde sagen, wir springen ins erste Gameplay. Bis gleich. Das erste Gameplay ist hier natürlich alles Top-Ladder. Er ist Platz 1 der Welt gepusht. Also wir spielen hier gegen die Top 10, Top 15 der Welt. Und er spielt im ersten Matchup gegen ein Deck, was ich sehr, sehr schwierig empfinde. Giants gelten, Ballon natürlich, der Favorite Starting Move von Mugi ist mit Mine zu starten. Und man hat bei Mugi das Gefühl, bei jedem Play, den er macht, er denkt sich was dabei. Er spielt nicht nur Skellies, er denkt so, okay, ich habe nichts auf der Hand. Er denkt so, ich spiele jetzt die Skellies, damit ich einen Plan habe. Er spielt schon mal die Skellies Predictive, falls der Gegner Miner bringt. Er zeigt jetzt hier die Wallbreakers nach links. Und jetzt bringt er, glaube ich, rechts jetzt seine. Guck mal, das ist für viele Leute werden es jetzt nicht so krass fühlen. Aber sein Plan war jetzt, dass er links den Nade rausbildet und dass er jetzt mit Miner Bats wahrscheinlich reingehen kann. Er wird den Miner auch an einem Spot spielen, wo der Gegner es nicht predikten wird, genau. Und der Gegner predikt es sogar, weil der Gegner echt ein guter Spieler ist. Also der Typ spielt das Deck, ist ein One-Trick. Aber war ich ein ganz guter Miner-Spot. Mugi zeigt jetzt den Log durch, damit er den Ice Grooms Gaze im Zeigert, um das Scheinsgeld rüber zu kiten. Das ist ihm relativ wichtig gerade. Er spielt das Gaze extra nach links, damit wenn der Ice Grooms jetzt rüber kitet, wird die Skellies direkt in das Scheinsgelten angreifen, so kite kommt. Was wäre jetzt auch ganz wichtiger Tipp für euch. Wenn ihr gegen Balloons spielt, das habe ich früher auch nicht gemacht, jetzt meist mittlerweile. Wenn der Gegner Ballon an die Brücke spielt, meistens spielen sie einen Teil nach hinten, damit sie die Miner davor bringen können, spielt den Hunter direkt an die Brücke. Weil wenn er den Hunter direkt an die Brücke spielt, kriegt er kein Death Damage und der Miner ist direkt dran. Er weiß, Gegner kommt jetzt selbst rechts, er hat nicht damit gerechnet, dass Mugi das so flawless verteidigt hat, aber Mugi ist einer der besten Spieler mit günstigen Decks. Er ist ein Cycle-Gott, er spielt jede Season ein anderes Cycle-Deck, ist mit Balloon-Cycle Platz 1 gefinisht, ist mit Hawk-Cycle Platz 2 gefinisht. Also dieser Typ ist echt insane mit Cycle-Decks, krass mit 2.6 Lockbait, Mauerbrecher, Wallhawk-Cycle. Und hier könnt ihr sehen, das ist eigentlich schon gefühlt der Turm. Natürlich Lock-Predict trifft natürlich auch, natürlich trifft es. Mugi macht in diesem Match keinen einzigen Fehler. Er spielt es nicht nur solide, er spielt es perfekt mit einer Sahnetorte auf der Kirsche oder mit der Kirsche auf der Sahnetorte, sagen wir es lieber so. Also man kann Spiele perfekt spielen und man kann spielen perfekt plus krasse Plays und er spielt es wirklich noch oben drauf. Und in einem Hard Matchup führt er einfach, obwohl Destroyer ein sehr, sehr guter Spieler ist mit dem Deck und dachte, das kannst du nicht so flawless verteidigen, das wirst du nicht flawless verteidigen. Und doch, Mugi denkt sich so, dann lassen wir ihn Miner durch und holen uns dafür seinen Turm. Er spielt jetzt hier sein Ice Girl nach hinten, Miner kommt jetzt rein auf den Safe Spot, weil er weiß, er gegen einen Tornado. Er weiß aber auch, Gegner hat keine Garzenzeige, Gegner hat kein Giant Scale Zeug, der Miner wird sich den Turm kommen. Jetzt geht der Gegner hier etwas aggressiver rein. Mit Giant Skeleton, Balloon, aber Mugi weiß natürlich auch, dass er gegen kein Seven Cycle hat. Er spielt ein Ice Golem so, das Jackie Bats will als erstes Giant Skeleton kennen. Aber jetzt kannst du ein bisschen eklig werden. Ihr seht, das Gaze kalt kommt. Ice Golem kommt so, Hunter kommt so, jetzt kommt ein Nado vom Gegner. Und ihr seht, jetzt hier wird es ein bisschen eng gerade. Das merkt Mugi hier auch, deswegen kommt ein defensiver Poison Spell. Aber es reicht trotzdem, das wisst alle. Könnt ihr sehen, ihr habt jetzt nochmal ganz gut gesehen, Mugi kann einen großen Push nicht verteidigen. Er kann einen großen Push nicht verteidigen. Jetzt frage ich mich halt. Er hat nicht mal einen krassen Fehler gemacht, der Defense. Es war einfach unmöglich zu verteidigen. Vielleicht hätte man ein, zwei kleine Sachen ändern können. Aber wie gesagt, es war relativ schwer. Beziehungsweise das Deck von ihm. Das Deck, er wird gehardcount. Dann sagen wir es so. Und bei 1-1 wird es nicht unbedingt einfach, weil der Gegner Tesla spammen kann. Mutig jetzt besser hinzuspielen. Jetzt hier mit Miner rein auf den Safe-Spot und haut sein Poison drauf. Natürlich will er, doch ich weiß, der Gegner kann Seven Cycle. Das Jace Geld stirbt was vom Poison. Er will jetzt ganz versuchen, gut Miner Poison zu chippen.
Jetzt kommt hier, glaube ich, gleich ein Log drauf. Log immer zum Cyclen, um ein bisschen Chip Damage zu dealen. Der Gegner macht es jetzt auch extrem stark, predicted eben kurz den Hunter. Jetzt gibt es den Ice Golem. Ihr könnt sehen, das sieht schon wieder extrem eklig aus. Aber Mugi ist natürlich eine Cycle-Legende und hat einfach die nächsten Bets im Cycle. Er hat die Bets von einer Sekunde gespielt, aber jetzt hat er sie einfach wieder. Es juckt ihn nicht, er hat die wieder alles im Cycle. Moorbrecher an die Brücke, sind leider nicht connected. Aber ihr könnt sehen, die Situation ist nicht gut. Und wie? WTF, wie gewinnt er das Spiel jetzt noch gegen so ein toughes Matchup und mit so einer schlechten Ausgangsbild? Der bringt jetzt mein Ice-Golem, um den Baby dann rüber zu kiten. Direkt einen Hunter, weil er weiß, der Gegner wird safe nicht auf den Freecon gehen. Jetzt gibt es hier gleich Bats natürlich nach außen gespielt, damit der Gegner es vielleicht nicht treffen kann mit dem Zap. Jetzt gibt es den nächsten Hunter. Er hat den Hunter extra als erstes gespielt, um ihn dann wieder im Cycle zu haben. Natürlich connected der Wallbacker, natürlich. Und ihr könnt sehen, jetzt hat der Gegner, jetzt hat Mugi vielleicht ein kleines Problem, aber er zeigt jetzt ganz schnell. Er weiß genau, was der Gegner machen will. Und er weiß, dass der Gegner reingehen will. Deswegen entscheidet er sich, Druck zu machen. In der gleichen Situation predigt natürlich die Guards und kriegt deswegen guten Chip Damage. Aber den nächsten Hunter am Cycle. Er hat jetzt fast drei Hunter auf dem Feld. Erstmal Skiddies, falls der Miner kommt. Bats links. Die Bats spielt da. Er weiß, der Gegner kann selbst Cycle. Er muss jetzt Druck machen. Und ihr seht es hier. Er kann jetzt einfach gleich. Er gewinnt das Spiel. Er gewinnt das Spiel. Er wusste, er kann sich verteidigen. Er macht einfach Druck, gewinnt das Spiel. Wie? Wie gewinnt er das Spiel? Moiga. Das war unfassbar gut am Ende gespielt. Er wusste genau, er muss zum Hunter Cycle. Er spielt Hunter als erstes. Zeigt jetzt schnell vier Karten durch. Miner, Skellies, Wallbacker macht gleichzeitig Druck, hat den nächsten Hunter der Defense und gewinnt das Spiel. Und ich würde sagen, das war eins der schwersten Matchups, die ich mit dem Deck face kann. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Deck beim nächsten Game. Bis gleich. Und jetzt habe ich ein Deck, so ein Matchup, was extrem schwierig ist. Nämlich nächstes schwere Matchup: Golem Beatdown. Golem ist relativ schwer. Man hat nur den Hunter wirklich als Single Target Damage gegen ein Lightning. Also ein Doppel-XM ist schwierig. Mugi wusste in dem Fall, dass er Golem spielt, deswegen ist er direkt aggressiv reingegangen. Meiner auf Safe Spot, Wallbacker ist rein, natürlich ein Top-Level, weiß man immer, was er gegen spielt. Jetzt zeige ich ihn einfach einen Lock durch, um einfach schneller zum nächsten Wallbacker durchzuzeigen. Was er jetzt macht, ist relativ gut. Er bringt jetzt hier ein Ice Cube erstmal nach hinten, er wartet erstmal ganz defensiv und er möchte eigentlich, dass der Gegner jetzt sein Baby Dunk spielt. Das wollte er eigentlich damit bezwecken, hat er nicht gemacht. Mugi denkt sich, okay, er weiß ganz genau, Gegner kann Halo im Cycle. Er weiß auch, der Gegner hat keinen Barb im Cycle, deswegen chippt er mit Miner durch. Jetzt gibt es hier einfach nur ganz gechillten Hunter. Hunter klärt den Lumberjack ab. Hunter wird jetzt auch noch den Baby Dunk abklären. Guter Distract. Hunter überlebt. Oder überlebt. Ja, perfekt. Überlebt. Richtig stark gespielt. Er zeigt jetzt wieder Skellies durch, damit er die nächsten Miner im Cycle hat. Natürlich, er will den Miner wieder davor spielen. Er zeigt jetzt Skellies ganz schnell durch. Sogar mal 4 Elixier, damit er den nächsten Miner im Cycle hat. Und er weiß, für diesen Gegner ist es so eklig, diese kleinen Small Pushes zu verteidigen. Weil Golem-Spieler wollen einen großen Push aufbauen. Golem-Spieler wollen nicht so einen 1 AP Hunter verteidigen. Aber er muss diesen 1 AP Hunter verteidigen, weil er nicht mal einen Elixiervorsprung hat. Und wenn er jetzt den Golem nach hinten spielt, wird Mugi sagen, zum nächsten Hunter, dann verteidige ich das. Vor allem in der Single Elixir Time. Deswegen, er spielt den nächsten Miner extrem stark gemacht. Nado muss kommen. Barbel kommt auch noch. Und ihr könnt es sehen, Mugi hat ihn komplett unter Druck. Natürlich hat er nicht so viel Damage gedealt, aber gucke ich erstmal den Cycle an vom Gegner. Und gucke ich auch das Elixier an. Das Elixier ist even. Und er hat einen Damage Advantage. Also alles gut für Mugi jetzt. Ich glaube, er spielt jetzt ein Ice Golem hin oder Cycle in den Lock. Ich bin mal gespannt. Er spielt sein Ice Golem nach hinten. Gegner spielt einen Nachtex hin. Der haut da, glaube ich, jetzt erstmal Poison Lock drauf. Könnte ich euch empfehlen, wenn der Gegner Nachtex spielt, ist das immer gute Poison Lock Value. So, Ice Golem ist auch am Feld. Jetzt gibt es hier den Lumberjack. Jetzt gibt es, glaube ich, Mugi auf. Geht er auf der anderen Seite rein? Nee, ja. Nee, er spielt auf den Main nach hinten, weil der Gegner. Weil, natürlich. Viele würden jetzt denken: Mann, warum pusht er in die same Lane? Weil er ganz genau weiß, der Gegner kann sich verteidigen. Ice Golem ist still auf dem Feld. Er kann Halo Cycle. Und wie will er jetzt mit der Ice Golem mit Wallbreakers verteidigen? Wallbreakers connecten fast. Lumberjack killt den Miner. Und es ist doch einfach eine Weltklasse Defense. Da kannst du mir was erzählen. Natürlich, ich meine Offense meine ich natürlich. Jetzt hier Ice Golem. Ice Golem plus Bats. Perfektes Spiel natürlich. Alle Bats überleben, na klar. Miner kommt jetzt nach hinten. Er weiß, wie er Gegner kann Halo Cycle. Wieder auf Cycle. Er weiß auch, Barbel wird 100% nicht reichen. Gegner spielt den Barbel, Gegner spielt jetzt den Golem nach hinten. Und er weiß jetzt, okay, Gegner spielt den Golem nach hinten. Er weiß, er weiß alles. Bei Mugi habe ich das Gefühl, er weiß ganz genau, er weiß vor dem Spiel, welches Matchup er spielt. Und er weiß ganz genau, nicht nur, was er in der nächsten Minute macht, er weiß ganz genau jeden Play vom Gegner. Er weiß gefühlt den gegnerischen Play, bevor der Gegner es überhaupt weiß. Er spielt Ice Golem Metz an die Brücke, er weiß, Gegner hat keinen Poison Cycle. Und was er macht, er weiß, der Gegner muss immer noch verteidigen. Er spielt hier in meine rein, nächste Wallbreakers. Und bevor der Gegner einen Golem-Push aufbaut, ist der zweite Turm down, weil er so unfassbar Special macht. Dieses Gameplay ist einfach Next Level. Natürlich, man kann jetzt sagen, okay, ist nichts Besonderes. Aber das selbst nachzumachen, ist unglaublich schwierig. Jetzt kommt der Log. Natürlich.
kommt der Log. Jetzt, das Ding ist jetzt, Mugi weiß auch ganz genau, okay, er ist jetzt komplett Inge auf den Turm. Er wird den Turm verlieren, ist aber komplett okay. Das ist komplett okay, Gegner spammt jetzt weiter rein. Aber er hat gleich die nächsten Poison Cycle, auch die nächsten Huntime Cycle. Poison kommt jetzt. Plus das Log. Und er hat jetzt easy Defender. Das null Gefahr, dass er das Spiel noch verliert. Das null Gefahr, er gewinnt das Spiel easy. Er holt zwei Türme gegen Golem. Das ist insane. Das Game ist insane. Ich würde sagen, wir zeigen euch noch zwei weitere Games. Normalerweise zeige ich ja immer drei Games. Aber von diesem Gameplay bekommen wir nicht genug. Ich würde sagen, wir sind zum nächsten Game. Bis gleich. Jetzt zeige ich euch ein Game gegen einen Giant Double Prince Deck. Giant Double Prince, man hat den Hunter. Gegner hat Zap gegen Bats, Darkmans gegen Warburg. Also ich würde schon sagen, dass das sehr, sehr schwierig ist. Vor allem, natürlich ist es relativ schwer, den Miner wirklich zu killen. Dann gehe ich jetzt Miner auf den Safe-Spot. Das ist ein sehr, sehr guter Ice-Go von Mugi. Das checkte den. Und er geht jetzt direkt mit Miner selbst rein. Weißt du, was der Gegner spielt? Der Gegner spielt jetzt einen relativ komischen Ibis, aber es macht relativ keinen Unterschied. Die Bats werden vielleicht ein, zwei Hits bekommen am Turm. Schon ein ganz guter Anfang, aber wir wissen beide, wenn der Gegner einen fetten Giant-Push rausbekommt, wird das relativ eklig. Er entscheidet jetzt einfach, einen Giant hinzuspielen. Mugi macht's gut, er splittet die Ward weg, weil wenn er in eine Line spielt, kann der Gegner einfach Darkmoons rausspielen, entscheidet sich lieber zu splitten. Gegner kann sich verteidigen, kriegt guten Damage. Aber der Gegner hat natürlich jetzt auch einen größeren Push am Start. So, Gegner geht jetzt mit Giant Darkmoons rein, er feuert das auch direkt. Und natürlich will er jetzt, dass Mugi ihm die Zap-Value gibt. Aber Mugi defendet den, er weiß ganz genau, wenn er jetzt den Hunter zappt, wenn er jetzt den Hunter zappt, hat er nichts mehr gegen die Bats. Gegner zappt das jetzt. Natürlich ist es relativ klar, dass er zappt. Mugi spielt in dem Moment die Eiskohle. Spielt jetzt die High Bats. Geht jetzt noch mit Warburgers hinterher. Und er hat das Spiel gefühlt jetzt schon gemacht. Natürlich, dass das Log predict. Ah, nicht mal. Ich dachte, dass das jetzt schon gewonnen. Okay, der Igus hat besseren Job gemacht, als ich gedacht habe. Da habe ich genauso gedacht wie Mugi, dass das eigentlich gut gemacht war. Gegner hat nichts mehr guten Damage bekommen. Aber ich finde es sogar auch ein bisschen geil, dass er jetzt kein Damage bekommt. Weil jetzt will ich sehen. Es geht langsam, ich glaube, nächste Time. Das Matchup wird immer schlechter, desto später das Spiel wird. Natürlich Giant, Double Prince hat natürlich die bessere Durchschlagskraft. Aber er spielt jetzt die Skills nach hinten, falls ein Miner vom Gegner kommen sollte, dann nicht im Cycle. Und jetzt gibt es hier einfach Bats auf der anderen Seite. Miner Bats. Warum spielt er Miner Bats? Weil er genau weiß, der Gegner kann ihn wissen, selbst im Cycle. Warum spielt die Warbirds noch hinterher? Dass der Gegner sein Feuerball wasten muss und er easy diesen Hunter spielen kann. Und er weiß, der Gegner ein bisschen überfordert ist. Der Gegner ist überfordert, geht jetzt hier rein. Natürlich predigt er es perfekt. Er kriegt links gefüllt den Turm, rechts defendet er flawless. Weil der Gegner einfach überfordert, weil der Gegner wusste nicht, was er tun soll in dem Moment. Weil er wusste, okay, spiel ich Dark Witch, stell mich direkt vom Bats. Muss ich ihn vorher betreffen, ich treffe nicht alles, hat er ja auch nicht. Und das ist wirklich, das zeigt wirklich, wie gut Mugi eigentlich ist in diesem Clash Royale Spiel. Die Warbreaker werden hätten auch connect, weil der Dark Witch sich perfekt getimt hat. Der Gegner macht auch mittlerweile Fehler, aber ist auch geschuldet, weil Mugi es einfach so krass spielt und so viel Druck macht wirklich auf den Gegner. Nächster hat er jetzt nach hinten, erstmal ein bisschen slow rollen. Jetzt gibt es hier gleich den Miner, denke ich mal wieder, der Miner Warbreaker Push, genau. Und was ist das Ding ist, ganz, ganz wichtig, so ein kleiner Tipp auch noch von mir. Wenn ihr gegen Giant Deck spielt, spielt als erstes den Hunter nach hinten und macht dann Druck auf der anderen Seite. Nämlich, dann habt ihr den Hunter nämlich früher im Cycle, weil ihr könnt Hunter spielen, Miner Warbreaker, Bats, Ice Cream zum Beispiel, habt ihr den nächsten Hunter im Cycle. Weil wenn ihr jetzt erst auf der anderen Seite reingeht, kann der Gegner ganz easy euren Hunter Feuerball. Weil ihr könnt jetzt sehen, selbst wenn der Gegner jetzt den Hunter killt, natürlich protect ihr es immer. Skill ist natürlich ready. Hat er einfach gleich den nächsten Hunter. Ihr seht hier, nächster Hunter, Gegner kein Feuer beim Cycle, weil er es perfekt gespielt hat, ihn komplett outmined hat. Jetzt gibt es hier gleich noch einen guten Ice Golem. Bats drauf. Und natürlich gewinnt er das Spiel. Schlechter Start. Vielleicht einen kleinen Fehler gemacht. Aber er gewinnt es trotzdem. Juckt ihn nicht. Er gewinnt das Spiel, oder? Geht der Gegner jetzt nochmal hin zum Miner zurück zu cyclen? Nee, schafft er nicht mehr. Mugi macht jetzt sogar nochmal Druck und holt sich den anderen Turm. Richtig stark gespielt. Und ich würde sagen, es gibt noch ein Gameplay. Dieses Gameplay ist wirklich Next Level Shit. Holy Shit, ist das gut, was er da macht. Jetzt zeige ich euch noch ein Mirror-Matchup, ein ungefähr Mirror-Matchup. Der Gegner hat aber meiner Meinung ein besseres Matchup. Er hat Bombenturm gegen Warbreakers, er hat auch den Tornado gegen meine, er hat Kobolde. Also für Mugi ist es relativ schwer durchzukommen. Was Mugi jetzt hier macht, ist wieder 500 Milliarden IQ. Und da könnt ihr mir jetzt sehen, was ihr wollt. Er spielt rechts die Bats, er weiß, der Gegner hat vielleicht Nado. Er spielt links immediately, also ganz, ganz schnell die Mauer bricht, weil er will, dass der Gegner links Nado rauswirft, dass er jetzt den Bats mit Miner supporten kann. Er wusste es, bevor der Gegner es wusste, dass er Nado spielen wird, geht direkt mit Miner rein. Miner chippt sehr, sehr gut, auch richtig guten Damage. Natürlich Gegner gute Antworten gegen die Miner, Dritter plus Kobolde. Mugi jetzt nicht die krasse, aber natürlich hat er Hunter, aber es ist extrem krasser Poison Value. So, Mugi spielt jetzt, glaube ich, erstmal einen defensiven Eiskopf, beziehungsweise einen halbdefensiven Eiskopf. Gegner, er weiß jetzt natürlich auch, kein Eismagier, kein Tornado-Cycle, Eisgolem, Miner, Bats, Gegner muss einen Poison draufwerfen. War zwar teuer für den Gegner, aber er hat es relativ gut noch verteidigt bekommen. Aber allein diese,
Es geht ja nicht immer darum, Damage zu bekommen. Er spielt ja auch, ihr müsst euch überlegen, wenn ihr dieses Play macht, kriegt ihr sehr, sehr viel Damage. Aber er spielt ja auch wirklich gegen mit die besten Spieler der Welt. Der Typ war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, Platz 5 der Welt. Also gegen wirklich gegen die krassesten Spieler der Welt. Die wissen genau, was sie tun. Also es ist jetzt nicht irgendwie Mugi spielt gegen irgendwelche 4K-Plebs. Jetzt no front an euch, wenn ihr auf 4000 seid. Ich liebe euch. Aber ich denke, ihr wisst, wie ich es meine. So. Ich spiele jetzt auch nicht den Poison auf. Ich glaube, er lockt das jetzt erstmal links. Safety first lock. Erstmal auf die Wallbreakers. Jetzt gibt es hier, glaube ich, vielleicht wieder einen defensiven Ice Golem. Sehr, sehr gut. Was macht er als nächstes? Er spielt einen Ritter hinten. Geht jetzt auf der anderen Seite rein? Weiß er, dass der Gegner nichts im Cycle hat? Nee, er spielt erstmal defensiv. Okay, er spielt erstmal defensiv. Aber jetzt kommt, glaube ich, der Miner Warbreaker Push, weil er weiß, der Gegner muss es relativ teuer verteidigen. Das Log kommt noch rein. Das Log boostet alles weg. Der Gegner muss so ein Overcommit und trotzdem kommt einer dran. Und der Gegner hat jetzt wieder einen Kack-Cycle. Mugi hat jetzt wieder den Kack-Cycle gebait. Natürlich ist es jetzt extrem gut gemacht vom Gegner. Aber er verteidigt es natürlich flawless fast. Ja, natürlich verteidigt es flawless. Ja, warum auch nicht? Wir reden hier nicht über irgendeinen Pleb, wir reden über Mugi. Gegner hat einen fetten Ritter Mauerbrechers, Miner Eismager Push. Der Defense war flawless, ja moin. So, jetzt gibt es hier gleich, glaube ich, einen Log. Perfekt. Weil er weiß, er hat immer noch Bats gegen die Mauerbrecher. So, er geht jetzt hier, glaube ich, rein mit Poison, weil er das Gefühl hat, Gegner vielleicht noch was spielen. Er muss auch einen Nado spielen. Deswegen lohnt sich der Poison auf jeden Fall. Double Exit-Zeit spielt er meistens aggressiver mit dem Poison. Viel Matchups brauchen die gar nicht, aber in Double Exit-Zeit ist es wirklich öfters mal meiner Poison. So, das war jetzt ein extrem starker Move vom Gegner. Und ihr meine jetzt seht ihr, was ich meine mit, dass der Poison ein bisschen ärgerlich wird. Bist du ein bisschen eklig? Und der Gegner hat jetzt immer Kobold und Ritter. Und wenn er jede meiner predigt, wird es eklig. Bats nach hinten. Ice Golem davor. Jetzt kommt, glaube ich, der Miner rein. Warbreaker rein. Und ihr seht hier, Gegner kriegt das Flawless-Verteidigen, weil der Gegner auch ein sehr, sehr guter Spieler ist, muss man zu sagen. Jetzt gibt es nur die Skellies. Natürlich prediktet er so den Miner und kriegt gar keinen Miner-Swing. Hunter kommt, jetzt kommt wahrscheinlich wieder gegnerische Poison. Er weiß, der Gegner wird jetzt 4 Elixier kommen, deswegen geht er direkt rein. Jetzt gibt es hier noch Kobolde. Und das ist wieder kein Hit. Und ihr seht hier, das Game wird immer, immer knapp. Der Gegner kommt immer gefühlt mal dran, weil Mugi einfach keine Miner-Hits mehr bekommt, da über nächste Zeit. Auf jeden Fall wichtig in solchen Matchups, wo ihr das Gefühl habt, ihr ein schlechtes Matchup und Single-Exit-Time mehr Pressure machen. So, jetzt gibt es hier den Hunter. Jetzt gibt es hier den nächsten Poison-Spell. Er weiß, der Gegner hat einen Poison-Commit, deswegen geht er direkt rein. Kobolde predict, Lock predict auf Kobolde. Ganz, ganz wichtig, ihr müsst mal genau wissen, wie viel Elixier der hat. Mugi weiß das. Er weiß, der Gegner spielt die Poison mit 4 Elixier. Er weiß auch, er hat gleich genug Elixier für Kobolde, wegen Doppelte. Predict das Lock. Natürlich, natürlich. Es sieht so selbstverständlich aus, aber es sind unfassbare Plays. So, Bats auf den Kollegen hier. Er setzt Nado. Nicht so bad. Und jetzt spielt er wieder den nächsten Hunter. Da wird es wieder ein Poison vom Gegner geben. Natürlich. Bisschen nervig jetzt. Er muss halt den Hunter spielen. Jetzt gibt es hier gleich, glaube ich, einen Log rein. Ja, das Log sitzt. Aber er catcht wieder den Miner. Und die connecten, glaube ich, auch nicht. Außer die werden gekauft. Nee. Und ihr seht, sie sind immer closer. Gegner hat jetzt meine Poison. Der Gegner ist jetzt sagen wir es mal, in der Attacker-Position. Aber es ist eine sehr, sehr gute Eisgürmkeit. Das ist stark. Jetzt spielt er diesmal den. Er sieht jetzt auch, der Gegner will Poison zeigen. Deswegen spielt den Hunter jetzt auch high. Er geht jetzt entscheidet sich, glaube ich, mit meiner Poison erstmal reinzugehen. Was auch, finde ich, der richtige Move ist. Aber Gegner predict natürlich den Miner. Nedo war relativ fail. Aber der Hunter sollte. Okay, kriegt keinen Hit raus. Aber er weiß jetzt, er muss Druck machen. Er muss jetzt Druck machen. Er hat den günstigen Cycle. Er haut die ganze Zeit jetzt meiner Poison Lock drauf. Und so gewinnt er das Spiel. Richtig stark gespielt. Von meinem guten alten japanischen Freund Mugi. Checkt ihn auf jeden Fall auf Twitter aus. Twitter-Link ist auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Folgt ihm gerne mal. Da postet er immer krasse Decks, wie er Platz 1 der Welt pusht, nach gefühlt paar Stunden. Also Mugi ist auch diese Season innerhalb von 3 Stunden von 5.800 auf 7.000 Trophäen gepusht. Müsst ihr euch mal überlegen, er hatte 3 Loses mit 1.000 Volt Pokalen von den Top 20.000 in die Top 100. Kann man mal machen. Ich würde sagen, Leute, wenn ihr keine weiteren Clash-Reviews verpassen wollt, das sehr gerne auch noch oben da. Das sehr gerne. Abo, da würde ich extrem freuen. Das war unfassbares Gameplay. Schreibt eure Meinung rein. Ich würde sagen, bis zum nächsten Video, nächsten Stream. Peace out. Code Morten. Haut rein.